Was ist 2006 mit Frauke Liebs passiert? Das ist eine Frage, mit der sich viele, viele Menschen und vor allem ihre Angehörigen seit mehr als 15 Jahren beschäftigen. Absolut alarmiert. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die verschwunden ist und ermordet wurde. Ein unfassbar rätselhafter Fall. Sie hat immer wieder darauf hingewiesen, dass sie alsbald nach Hause kommt. Uneingeschränkt, ja. Ich habe die Hoffnung, dass der Fall noch aufgeklärt werden kann. Patrick und ich schauen noch mal auf den Fall von damals zurück. Wir gucken aber auch aufs Jetzt. Wie laufen die Ermittlungen und wie geht's den Angehörigen heute? Hier, an diesem Irish Pub in Paderborn, ist Frauke Liebs 2006 zum letzten Mal gesehen worden. In dem Sommer, in dem Deutschland im Fußball- und WM-Rausch war. Am 20. Juni 2006 hatte die junge Schwesternschülerin aus Paderborn im Irish Pub in der Paderborner Libori-Galerie mit Freunden ein WM-Fußballspiel angeschaut. Gegen 23 Uhr hatte sie sich alleine auf den Heimweg zu ihrer Wohnung aufgemacht. Damals an dem Abend hat Schweden gegen England gespielt und Frauke hat sich das Spiel zusammen mit einer Freundin angeguckt. Und dann kam zum ersten Mal das hier ins Spiel. Fraukes Handy, ein Nokia 6230. Und dieser Gegenstand wird später noch eine große Rolle spielen. Damit hat Frauke mit einem Bekannten gesimst, bis ihr Handy-Akku leer ist und sie sich den Akku von ihrer Freundin leiht. Die beiden haben das gleiche Modell und was heute nicht mehr geht, ging früher ganz einfach. Man konnte den Akku wechseln und den Akku hat Frauke ihrer Freundin nach dem Fußballspiel zurückgegeben. Ja, und dann hat sich Frauke von ihrer Freundin verabschiedet und sich auf den Weg nach Hause gemacht. Eine junge Frau mit rotem Shirt, blauer Jeans und weißen Sneakern. Vom Irish Pub aus sind es etwa 1,5 Kilometer bis zu Fraukes WG. Doch sie kommt nie zu Hause an. Frauke ist damals 21 Jahre alt. Ihre Familie beschreibt sie als aufgeschlossene, fröhliche und soziale junge Frau. 2006 macht sie gerade eine Ausbildung zur Krankenpflegerin in Paderborn. Noch am Abend ihres Verschwindens meldete sich die junge Frau bei einem Freund per SMS. Für die Fahndung nachgestellt in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Diese SMS wurde über diesen Mobilfunkmasten in Nieheim abgewickelt. Nieheim liegt im Kreis Höxter und ist ungefähr 40 Minuten von Paderborn entfernt. Dazu kommen wir aber später nochmal. Erstmal passiert etwas, was den Fall bis heute so unfassbar rätselhaft macht. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Ingrid Liebs. Sie hat lange überlegt und sich dann doch dazu entschieden, mit mir zu sprechen. Eigentlich wollte sie in der Öffentlichkeit nicht mehr über den Fall sprechen. Doch die Ungewissheit lässt sie einfach nicht los. Fraukes Mutter hofft noch immer zu erfahren, was genau mit ihrer Tochter passiert ist. Was haben Sie damals gedacht, als Frauke in der Nacht nicht nach Hause gekommen ist und am nächsten Tag auch nicht in der Krankenpflegerschule war? Ich war absolut alarmiert. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt und bin ja dann auch mittags bereits zur Polizeiwache gegangen, um Vermisstenanzeige zu stellen, nachdem ich mit dem Schulleiter und mit dem WG-Mitbewohner geredet hatte. Sie haben dann versucht, bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufzugeben, aber das hat dann nicht funktioniert. Bei der Polizei konnte ich zu dem Zeitpunkt noch keine Vermisstenanzeige aufgeben, weil die gesagt haben, 24 Stunden würden sie warten, bevor sie so eine Anzeige aufnehmen, da Frauke volljährig war. Fraukes Familie und Freunde waren trotzdem sehr besorgt. Sie versuchten herauszufinden, wo Frauke ist, ob sie jemand gesehen hat. Am nächsten Tag wurde dann auch die Polizei aktiv. Am Donnerstagnachmittag bereits sind auf den großen Bildschirmen im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft Nachrichten gekommen, Fraukes Bild und die Frage, wer hat sie gesehen? Und abends haben wir Flugblätter verteilt, wobei der erste Teil dieser Flugblätter noch von der Polizei in Paderborn mit erstellt worden ist und wir dann einen Teil auch noch kopiert haben, weil wir gemerkt haben, dass es zu wenig waren. Und dann hat Frauke sich plötzlich gemeldet. In der ersten Woche nach ihrem Verschwinden meldete sich Frauke Liebs einige Male über ihr Handy bei Bekannten und Verwandten. Frauke meldet sich mal per Anruf und mal per SMS. Sie muss also in der Zwischenzeit irgendwie ihr Handy aufgeladen haben können. Ihr erster Anruf geht an ihren Mitbewohner Christos.
2 Tage nach ihrem Verschwinden, ungefähr gegen 22.25 Uhr. Hallo Christus, wollte sagen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Sag Mama und Papa und den anderen Bescheid. Beim Gespräch fällt ihm auf, dass Frauke monoton und langsam redet und seinen vollen Namen benutzt. Christos. Normalerweise nennt sie ihn nur Chris. Was für ihn wahrscheinlich sehr seltsam gewesen sein muss. Die Polizei leitet dann noch ein Verfahren wegen des Verdachts auf Geiselnahme ein und dadurch kommen sie auch an die Handydaten. Heißt, man wusste, wo die Anrufe und SMS von Frauke hergekommen sind. Wie zum Beispiel aus Gewerbegebieten in Paderborn, wie diesem hier. Die Ermittler entwickelten damals folgende Theorie. Dieses Bild geht dahin, dass Frauke Liebs am Tag ihres Verschwindens freiwillig mit dem oder den Tätern weggefahren sein muss. Die Ermittler gehen damals auch davon aus, dass Frauke sich in den Tagen nach ihrem Verschwinden im Raum Nieheim aufgehalten hat. Und dann? Fast täglich, aber überwiegend in den Abendstunden nach Paderborn gefahren wurde, dort Kontakt mit Bekannten aufnehmen konnte. Fraukes Anrufe bedeuten für ihre Angehörigen gleichzeitig Hoffnung und Angst. Immer wieder kündigt sie an, dass sie nach Hause kommt. Während Ingrid Lieb sich weiterhin große Sorgen macht, hat sie das Gefühl, dass die Polizei Fraukes Verschwinden durch die Anrufe weniger ernst nimmt. Ich war damit nicht einverstanden, um das gleich vorwegzunehmen, weil ich gesagt habe, die verschwindet nicht einfach, die bleibt nicht einfach weg, das passt nicht zu Frauke. Aber da hat man mir nicht geglaubt, man hat mich beschimpft, angeschrien, war sehr unangenehm, sehr wenig professionell, muss ich eigentlich sagen, wie mit mir umgegangen wurde. Sie haben in der Vergangenheit ja auch öfter gesagt, dass Sie enttäuscht sind von der Arbeit der Polizei, auch schon am Anfang der Ermittlungen. Können Sie vielleicht einmal sagen, was Sie genau damit meinen? Also ich finde, zur Arbeit der Polizei gehört auch, dass man nicht nur harte Fakten betrachtet, sondern dass man auch das Umfeld ansieht. Also ich nenne das mal weiche Faktoren. Also anguckt, was ist das denn für ein Mensch, um den es geht? Was ist das für ein Umfeld, das involviert ist? Und erst danach sich ein Urteil bildet. Und das ist etwas, was dort gefehlt hat. Ingrid Liebs hat sich von der Polizei immer wieder im Stich gelassen gefühlt. Auch im Verlauf der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sagt heute zu dieser Kritik: Die Kreispolizeibehörde Paderborn hat die Vermisstenmeldung vom ersten Tag an sehr ernst genommen. Nur aufgrund der ersten Einschätzung eines möglicherweise vorliegenden Verbrechens war es damals möglich, frühzeitig die Verbindungsdaten von Frauke Liebs Handy erheben zu lassen und zu sichern. Die Prozedur lief völlig im Hintergrund der öffentlich sichtbaren Aktion. Die Polizei Paderborn hatte 2006 die Ermittlungen aufgenommen. Später übernahmen die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Paderborn den Fall, da es um Mord ging. Kai-Uwe Waschkies ist heute der zuständige Staatsanwalt. Der Mordfall Frauke Liebs ist natürlich ein besonderer Fall für mich als Staatsanwalt. Ein ungeklärter Mordfall, ja, übt nicht nur auf die Bevölkerung eine gewisse Faszination aus, sondern auch auf den Staatsanwalt. Der Staatsanwalt möchte den Fall aufklären, den Angehörigen natürlich, sag mal, die ganzen Fragen beantworten, die sich da gestellt haben. Und offene Fragen gibt es immer noch viele. Das heißt, wie sie letztendlich, sag ich mal, in die Gewalt des Täters gekommen ist, ob sie freiwillig zum Beispiel in ein Auto gestiegen ist oder ob es sie überfallen und quasi mit Chloroform oder wie auch immer betäubt worden ist, um ins Auto gezogen zu werden. Schon das ist nicht klar. Und auch, was in der Folgezeit dann letztlich passierte, bis zu ihrem Versterben, kann nicht sicher gesagt werden. Wir haben Staatsanwalt Kai-Uwe Waschkies mit der Kritik von Ingrid Liebs zu den damaligen Ermittlungen konfrontiert. Direkt auf die Kritikpunkte eingehen möchte er aber nicht. Da kann ich auch nur sagen, dass der Fall so ist, wie er ist. Wir müssen mit den Zeugen, mit den Beweismitteln, die wir haben, haushalten. Es bringt aus meiner Sicht nichts, hier eine Vergangenheitsbewältigung zu betreiben, sondern man muss ins Vorne schauen und versuchen, den Fall aufzuklären. Das ist mein Anspruch. Es bringt aus meiner Sicht nach vorne schauen, das möchte auch Ingrid Liebs. Sondern man muss ins Vorne schauen und versuchen, den Fall aufzuklären. Das ist mein Anspruch.
Damit betreibe ich keine Vergangenheitsbewältigung, sondern sage, geben Sie doch mal Gas, machen Sie doch mal was. Seien Sie nicht so wie die Kollegen in der Vergangenheit, sondern sehen Sie zu, dass das, was an Hinweisen reinkommt, zügig und konzentriert und fachgerecht bearbeitet wird. Am 27. Juni, gut eine Woche nach ihrem Verschwinden, meldet sich Frau kein letztes Mal. Wieder bei Christos. Hallo Chrissy, mir geht es gut. Wo bist du? Kann ich nicht sagen. Komm doch nach Hause. Nein, das geht nicht. Warum denn nicht? Kann ich dir nicht sagen. Wirst du festgehalten? Ja, nein, nein. Hast du Angst? Nein. Wer ist bei dir? Kann ich dir nicht sagen. Bist du müde? Ja, sehr müde. Weißt du, dass die Polizei nach dir sucht? Ja, ich weiß. Woher weißt du das? Ich bin ja fast eine Woche weg. Warum bist du denn weg? Das weißt du doch, Chris. Nein. Hast du einen anderen Typen kennengelernt? Du weißt doch, dass ich nicht wegen einem Typen eine Woche wegbleibe. Du kennst mich doch. Karen ist bei mir. Wir machen uns alle Sorgen. Sind Mama und Papa auch da? Die waren hier. Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe. Wann kommst du zurück? Ich weiß nicht. Warum bist du nicht gekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst? Erkläre ich dir später. Soll ich dich abholen? Nein, das geht nicht. Können wir uns irgendwo treffen? Das geht nicht. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wann meldest du dich? Weiß ich noch nicht. Melde dich doch wenigstens einmal am Tag. Habe ich die anderen Tage doch auch gemacht. Ich war sehr traurig, dass du dich gestern nicht gemeldet hast. Ja, ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karen bitte. Bitte frag mich nicht aus. Hast du Angst, nach Hause zu kommen? Nein. Wir räumen auch die Wohnung und keiner fragt, was passiert ist. Komm doch wieder. Das geht nicht. Ich lebe noch. Bist du mit einer oder mehreren Personen zusammen? Bitte frag mich nicht. Ich würde gerne bei euch sein. Ich würde gerne nach Hause. Melde dich wenigstens einmal am Tag. Ja, mach ich. Ciao, bis bald. Ein Anruf, der einfach nur unter die Haut geht. Warum hat sie immer wieder Mama gesagt? Hat sie geahnt, dass sie sterben muss, als sie sagte, ich lebe noch? Wie es nach diesem Anruf weitergeht und was danach alles passiert bis heute, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin findet ihr noch mehr bewegende Fälle auf unserem Kanal.